Dann schauen wir mal bei dem ersten Separatisten vorbei. Oh. Das wird er hier wohl sein. Ich helfe dir. Oh. Hoppa. Na komm her. Ich bin ja ganz froh, dass wir hier auch mal jetzt ein bisschen kämpfen können, ohne dass wir direkt ins Gras beißen. Das ist mir natürlich sehr lieb. So. Keine Spur von den Alps. Nee, schaut nicht so aus. Hat mich auch gewundert, wenn die hier ein bisschen zusammenleben. Das wäre, glaube ich, ein Jagdbogen. Der könnte besser sein. Ja, ist besser. Allerdings sind wir nicht geschickt genug. Hm. Jetzt können wir erstmal hier eine neue Waffe nutzen. Damit unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. Ja, natürlich. Oh, Feldassel. Tja. Na, das ist nämlich mal ein Streitkolben. Hier ist nix. Bisschen Klebeband. Und hier oben. Krug, Öllampe. So. Diese ganzen Hämmer, die hier überall rumliegen. Das ist ja Wahnsinn. So, und hier oben. Oh ja. Na egal, hier ist eh nur irgendwelcher Mist. Na gut, wobei wir ehrlicherweise auch gerade so einen Jagdbogen gefunden haben, den wir zwar nicht nutzen können, aber gefunden haben wir ihn trotzdem. So. Na. Wie kommen wir da jetzt hoch am besten? Wahrscheinlich hier einmal so außenrum. Ja, sieht ganz danach aus. Upsala, wen haben wir hier? Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Da drüben! Ah, da können wir bestimmt auch nichts gegen tun. Nee. Der ist ein bisschen zu stark. So. Der wird uns hier oben angezeigt. Schauen wir mal, ob er da auch ist. Ich denke aber nicht. Hi, Falk. Wie du willst. Achso, ist doch weiter unten. Okay. Wow. Da habe ich mich verjagt. Zu einfach. Absolut. Das kann man. Sanftes Klopapier sogar. Wow. Hier scheint nicht zu sein. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Außer einem Schleimdrakon. Naja. Gut. Na.
Ja, jetzt lass doch den Drakon da in Ruhe. So. Hauen wir doch lieber ab. Und verschieben den Kampf auf einen neuen Tag. Genau. Da vorne sollte es jetzt sein. Und da vorne sollte eigentlich auch der andere sein. So. Endlich ein bisschen kämpfen, ohne dass man sofort rauf geht. Das ist schön. Achtung! Unsere Special-Attacke ist einfach Tiere umschubsen. Das ist schon sehr beeindruckend. So, was haben wir hier? Ah. Sieht aus wie Separatisten. Halt, keinen Schritt weiter, wenn dir dein Leben etwas wert ist. Commander Nezol, wenn ich mich nicht irre. Was? Wie kannst du meinen Namen kennen, Mensch? Aber ja, jetzt erkenne ich dich. Commander Jax. Aber das ist unmöglich. Man sagt, du seist... exekutiert worden? Tja, fast hätten sie es tatsächlich geschafft. Hm. Wie ich sehe, bist du nun dein eigener Herr. Und dein Gesicht. Du hast deine Elex-Kräfte verloren, nicht wahr? Das ist gut. So haben wir eine reelle Chance gegen dich. Mhm. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Nicht? Warum hast du dich dann in unsere Nähe begeben? Hm. Du bist jetzt ein Abtrünniger. Wie wir Separatisten auch. Aber heißt das auch, dass du dich unserem Kampf gegen die Elexatoren anschließen wirst? Hm, ja. Ich will einfach nur keinen Ärger mit euch. Hm. Nun gut, ich glaube dir. Obwohl, ich spüre so etwas wie Überraschung darüber. Ich wundere mich, wie es ein einzelner Alp geschafft hat, sich der Kontrolle des Elex zu entziehen. Auch wir versuchen, keine Sklaven des Eises mehr zu werden. Doch haben wir schwer zu kämpfen mit dem Elex-Entzug. Wir können dem Elex nicht ganz entsagen, auch wenn wir es gerne wollten. Mhm. Warum seid ihr zu den Separatisten übergelaufen? Wir waren Teil einer Kommandoeinheit der Alps. Alles begann nach einem verheerenden Angriff der Berserker. Wir waren einige Tage vom Elex-Nachschub abgeschnitten. Einige von uns begannen Gefühle zu entwickeln, einige sogar zu träumen. Es kam zu einem Zerwürfnis zwischen dem vorstehenden Elexator Parsec und uns. Wir sahen, wir fühlten, etwas stimmte nicht. Es gingen Dinge in Xakor vor, die wir nicht gutheißen konnten. Elexator Parsec merkte das und ließ uns hierher versetzen. Mhm. Was ist dann passiert? Wir entfernten uns von unserer Einheit und flohen in die Wildnis hier. Wir konnten nun sehen und wir wussten, die Elexatoren würden alles versuchen, um das wieder zu ändern. Die Alps beschwören den eigenen Untergang herauf. Sich den Separatisten anzuschließen, ist die einzige logische Schlussfolgerung auf die geschehenen Ereignisse. Um die Alps zu retten, müssen die Elexatoren abdanken und die alte Direktive muss wieder befolgt werden. Wir müssen uns endlich wieder erinnern, wer wir einst waren, vor den Elexatoren. Mhm. Wie steht ihr zu den freien Menschen? Es muss einen anderen Weg geben, Elex zu fördern, als die freien Menschen in die Konverter zu stecken und auszubeuten. Nun, wir denken, irgendwann werden die Alps gewinnen. Aber was dann? Was passiert, wenn es kein Elex mehr gibt? Was passiert, wenn wir alle Rohstoffe verbraucht haben? Wir fürchten, das könnte den Untergang für alle bedeuten. Das denke ich auch. Ihr versucht also wirklich, das Elex abzusetzen? Wir wollen uns nicht länger damit vergiften. Wir nehmen es noch, aber es kontrolliert uns nicht mehr.
Das glaubt ihr wirklich, oder? Würde ich mich so gegen die Elexitoren äußern, wenn es nicht so wäre? Nein, wir bewahren uns lediglich die Stärke des Elex, soweit es nicht unseren freien Willen einschränkt. Es wird schwer, den freien Menschen dies zu vermitteln, solange ihr es immer noch nehmt, auch wenn es wenig ist. Die Outlaws haben ihre Stims, die Berserker das Mana und die Kleriker ihren Gott. Sie werden es akzeptieren. Aber was ist mit dir? Können wir dir denn trauen? Würdet ihr das Elex aufgeben, um einer anderen Fraktion beizutreten? Nein. Elex ist noch ein Teil von uns. Und wir werden selbst entscheiden, wie lange noch. Wir sind jetzt freie Menschen und werden nicht den einen Herrn durch einen anderen austauschen. Ja. Elexitor Kallax ließ mich exekutieren. Ich schulde den Elexitoren nichts. In Ordnung. Dann hast du dich offenbar ebenfalls von ihrem Einfluss befreien können. Wann habt ihr Elexitor Kallax das letzte Mal gesehen? Ich glaube, da wart ihr beiden noch auf dem Schlachtfeld und habt zusammen gegen die freien Menschen gekämpft. Ist also schon eine ganze Weile her. Ja, das denke ich auch. Was genau macht ihr hier in Edan? Wir verstecken uns vor den Alps und versuchen zu verstehen, was mit uns geschieht. Wir beginnen, Dinge zu spüren. Ja, ich weiß. Der Elex-Entzug ist hart. Alles ist neu. Ungewohnt. Aber wir spüren auch Hoffnung. Hoffnung, dass die freien Menschen uns Schutz gewähren könnten. Schutz vor unseren eigenen Artgenossen. Ich könnte mit den Berserkern reden. Wenn du einem geeigneten Berserker begegnest, der sich mit uns hier draußen beschäftigt, überbringe ihm eine Nachricht von uns. Sag ihm, dass unsere Gruppe hier einen Waffenstillstand will und um Schutz vor unserem gemeinsamen Feind bittet. Du sprichst von Asyl? Egal, wie die Unterstützung aussehen mag, wenig ist besser als nichts. Es würde vermutlich schon reichen, wenn wir nicht auch noch von den Berserkern gejagt würden. Geh und sprich mit ihnen. Du bist nicht mehr so wie wir. Auf dich werden sie hören. Ja. Ihr werdet von Alps gejagt? Ja. Elexitor Parsec hat uns eine Gruppe Separatistenjäger auf den Hals gehetzt. Das Mana hier in der Umgebung macht uns schwach. Die Separatistenjäger zwar auch, aber wenn sie uns erwischen, sind wir geliefert. Sie sind uns zahlenmäßig überlegen. Ich schaue mir eure Separatistenjäger mal an. Aber sei vorsichtig. Sie sind zu fünft, wie wir ausmachen konnten. Wo sind diese Separatistenjäger? Ihre letzte Position war nordwestlich von hier. Gemäß Protokoll werden sie dort auf Verstärkung warten, da sie unsere Mannstärke nicht kennen. Dementsprechend sollten sie sich noch in der Nähe ihrer letzten Position aufhalten. Wo ist euer Hauptquartier? Erst wenn du uns hilfst, werden wir dir so weit vertrauen, dass wir dir solche Informationen geben. Okay. Der Berserker Harkon schickt mich. Tatsächlich. Nun, dann bist du entweder hier, um uns zu töten, oder du hast eine Nachricht für uns. Harkon sagt, ihr hättet seine Männer hier in der Gegend umgebracht. Nun, das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, wir waren dabei, als der Spähtrupp der Berserker hier vorbeikam und von uns angegriffen wurde. Sie hatten keine Chance gegen uns. Du musst verstehen, wir waren Soldaten von Xakor und befolgten Befehle. Aber jetzt zählen wir uns nicht mehr zu ihnen. Nicht, solange die Alps blind dem Wort der Elexitoren vertrauen. Wir sind jetzt Separatisten. Sag den Berserkern, dass wir die Sache wieder gerade rücken wollen. Sag Harkon, dass wir einen Waffenstillstand ersuchen und ihren Schutz gegen unseren gemeinsamen Feind brauchen. Beeile dich. Wenn sie uns hier draußen finden und angreifen, ist es zu spät. Sieht gut aus. Okay. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Nee. Ich kann jetzt nicht. Gut. Dann suchen wir mal ihn hier. Ach, er ist da auf dieser Insel. Okay. Gut.